kommen wir mal zum nächsten Teil. ja, ihr wisst jetzt, wann meine Eltern zu meinen Eltern geworden sind für mich. Und ihr habt Fotos von mir gesehen, als ich ein Kind war. Und ja, jetzt müssen wir einen ganz großen Sprung machen, weil jetzt kommen wir mal zu dem Tag, an dem meine Eltern dann auch rechtlich gesehen meine Eltern geworden sind. Weil bei Adoption ist es wohl so, dass man sich eine Kennenlernzeit hat und dann irgendwann kommt dieser, also zumindest war es damals bei uns so, dass man dann haben die Eltern halt das Kind und das Kind kann die Eltern kennenlernen und dann kommt es darauf an, ob dieser eine magische Satz fällt. Und dann wird man gefragt, eben wird das Kind gefragt, möchte, also ob es wirklich zu diesen Leuten möchte. Und dann kann es ja oder nein sagen. Und meine Mutter hat mir erzählt, sie und Papa hätten in dem Moment wohl Luft angehalten, weil was wär gewesen, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte oder wenn ich in dem Moment dann auch Nein, also Nein symbolisiert hätte oder gezeigt hätte oder wie auch immer. Aber das habe ich meinen Eltern nie gesagt, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon entschlossen, ich will bei den beiden bleiben, glaube ich. So tief in mir drin habe ich schon gewusst, bei den beiden werde ich glücklich. Und ja, so kam es dann auch, dass ich dann eben nicht Nein gesagt habe. Und dann war ich offiziell Danny, die Tochter. Und ich habe deren Nachnamen angenommen. Und dann haben meine Eltern eine Geburtsurkunde bekommen, eine neue, nämlich eine brasilianische, auf der sie als meine Eltern eingetragen sind. Ich glaube, ich habe die sogar, entschuldigt mich, aber jetzt muss ich kurz wühlen. Das ist jetzt natürlich die Frage des Tages, ob ich die habe. Ja, nein, das ist von Ravensburg. Das ist jetzt der Flug. Hat meine Mutter uraltes brasilianisches Geld und hier ist nur der Rückflug gebucht. Ja, nein, die haben wir hier nicht drin. Schade. Gut, aber auf jeden Fall haben dann meine Eltern eine neue Geburtsurkunde bekommen, auf der dann tatsächlich sie als meine Eltern standen. Aber meine Eltern haben dann auch viel Recherche betrieben und haben Informationen zu meiner leiblichen Familie gesucht. Und ja, da kann ich euch jetzt auch so ein ganz klein bisschen was erzählen. Nämlich, ich habe eine biologische Schwester. Eine biologische Halbschwester, um es ganz genau zu nehmen. Sie ist 2 Jahre älter und sie lebt bei meinen biologischen Großeltern mütterlicherseits. Und meine Mom war ungefähr, glaube ich, zwischen 26 und 27, als sie mich bekommen hat. Ja, und ja, das weiß ich über sie und meine Familie, meine andere sozusagen und den Namen von meinem biologischen Vater. Aber ja, das tut jetzt nichts zur Sache. Und wir nennen keine Namen. So ist es bei uns eine Prinzipiengeschichte fast. Außer wenn es Leute sind, die mir nicht so nahe stehen. Dann kann man ja Namen nennen. Ich meine so einen Richternamen oder einen Nonnennamen. Ja, aber die von der Familie. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich am... Entschuldigt, das tut mir so leid. Ich weiß, wisst ihr, ich war halt ein Baby. Das darf man nicht vergessen. Woher soll ich ja wissen, wann dann der Rückflug war? Es ist halt wirklich so dieses... der Rückflug war dann am... 17. Januar 96. Und das war dann das ist dann ein echt langer Flug von 10 Stunden gewesen und deswegen sind wir schon am 18. Januar 96 dann auch wirklich wieder in Deutschland angekommen. Und da gab es dann dieses riesen Willkommensfest, wo mich alle möglichen Leute von Damen, die so meine Eltern kennengelernt haben im Prozess des Adoptierens und die Familie und alle kennen, die so Zeit hatten, sind dann gekommen und haben mich begrüßt und es war ein riesen Ding, also wirklich. Und ja, für meine Eltern gab es dann Getränke und überhaupt und ich bin dann später, dann als ich älter war, auch mal zu so einem Begrüßungsding gegangen und fand ich eigentlich ganz nett und spannend. Ja, und dann habe ich auch meinen Cousin das erste Mal getroffen und der hat wohl dann gesagt, er will mich gleich mitnehmen, er will mich behalten. Also der wollte mich gar nicht mehr meinen Eltern zurückgeben, aber die wollten mich eben auch behalten. Also da gab es einen Interessenskonflikt. Ja, und so bin ich dann in Deutschland gelandet und
Ist schon unpraktisch mit den 5 Minuten, aber ich erzähle euch gleich weiter.